So, hallo, einen schönen guten Tag. Wir müssen unbedingt dran denken, Weihnachten haben wir verpasst. Also, aufnahmetechnisch, wir müssen unbedingt dran. Wir wünschen euch rückwirkend schöne Weihnachten. Heute ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag. Aha. Also für YouTube. Für uns natürlich noch nicht. Für uns nicht. Nee. Aber für YouTube schon. Für YouTube schon, genau. Wir müssen unbedingt Silvester abzählen. Ja, ich mach schon mal einen Strich. So. Wir sind alte Männer, wir können uns nichts merken, wir müssen einen Strich machen. So. Wir werden heute ein bisschen Vorlauf haben, weil wir werden ein bisschen länger aufnehmen, weil wir über die Feiertage wahrscheinlich auch zu nichts anderem kommen. Deshalb zählt es uns nach. Wir werden 10 Folgen aufnehmen. Genau. So, wenn ihr die Schuld geben wollt, gebt sie mir. Den Rest könnt ihr behalten. Und Nee, gar nicht. Ich bin ja genauso schuldig. Ich habe dich ja gefragt. So, warte mal, die Quest mache ich erstmal weg. Ach so, und ich wollte nochmal nach meinem leichten Ausfall beim letzten Stream irgendwie in Folge 33 war das, glaube ich, habe ich mich anschließend auch nochmal entschuldigt, wollte ich nur mal so gesagt haben. Wir hoffen, dass das nicht nochmal vorkommt hier. Unser Missverständnis. Ja, ich bin ein bisschen abgedreht dabei, weißt du, so. Ja, das, nee, ich habe es ja auch nicht gepeilt. Das Problem war, ich kann es mal kurz erklären, ich habe auf das Baumenü geguckt, was hier bei der Queste ist. Da steht mir ja dann immer oben nach, was man braucht und so weiter. Das war aber nicht synchron mit dem Baumenü, was du im Inventory hast, da wo es richtig ist. Ja, wenn du sagst, ich will jetzt hier eine Stone-Schaufel machen, da sieht man ja hier, was genau, man braucht. Genau, hier rechts oben das da, die Questanzeige, das stimmt nicht, genau, naja. Ja, oh, Hundehorde. Oh ja, anscheinend. Oh, oh, ein Dino vor der Tür. Was, ein Dino? Jo, das ist jetzt auch sauer geworden gerade. Okay. Na, dann nimm was mit, ne, das Dino, ne, oder? Ja, ich schieß schon drauf. Alles klar. Okay. So. Also Dankfest. Und danke für an Rieke für den Hinweis, dass Gamma mal noch hochgedreht war. Also natürlich ist es so, dass es dann sozusagen Verwirrung gab, weil ich hatte auf das falsche Menü geguckt, aber eigentlich aufs Richtige, aber es war noch nicht abgedatet und somit war es für den Arsch. Und dadurch gab es ein Missverständnis. Und das Blöde war auch noch, dass ich noch Well extra gesagt habe, er müsste das Chain aufheben und selber dann gedacht habe, ach, wenn es nicht im Baumenü ist, brauchen wir es nicht. Und habe es auch noch selber gestrappt. Also sowas von Fail. Ja, Astrak, kurze Frage. Habe ich eben Nashorn oder Dino gesagt, der Chat? Dino. Echt? Dino. Ja, ich habe mich auch gewundert, aber ich wusste dann, was du meinst. Alles gut. Ja, weil, falscher Versprecher, ja, ganz ist zu viel, schlimm. Zu viel, weißt du, wenn ich Gewalt sehe, muss ich mal an Dino denken. Das ist so, das ist so schwierig, ey. Meine Güte, ey. Er hat Dino gesagt, ja. Das ist so. Ah. Nein, ich schlage keine Dinos, ist ja auch egal. Es ist so. Nichts mehr weg. Nicht, du kannst ja nicht mehr sagen, nicht mehr oder sowas. Das geht ja auch nicht. Nee, kannst du natürlich nicht sagen. Da würdest du ja zugeben, dass du es vorher getan hättest. Genau, das ist so, wie schlagen Sie Ihre Frau immer noch? Die Fragestellung allein. Antworten Sie doch mit genau. Ja oder Nein. Ne? So, was wollen wir denn machen? Wir müssen noch ein bisschen was am Haus machen. Ach so, ach ja, richtig, wir wollten eigentlich immer anfangen, hier rüber zu bauen, ne? Ja, stimmt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ne? Also entweder bauen wir in der Luft rüber zum Dach. Kann man natürlich gut machen. Ich wollte Säulen machen und einen Stützpfeiler. Genau. So Betondinger. Oder, wenn wir ebenerdig bauen sollten, dann würde ich aber versuchen, ist vielleicht aber auch nicht so die geilste Idee, ebenerdig. Dann würde ich aber das Ding hier pyramidenförmig bauen. Also mit Rampen, weißt du, guck mal hier, so. Stell dir hier jetzt Ramps schräger runter vor, dann würden sie immer weglaufen eventuell auf der anderen Seite wieder runter. Vielleicht aber auch nicht, aber ja, ich glaube, auf Säulen ist schon besser. Ja, du, das klingt nicht so, das klingt nicht so überzeugt. Aha, nee, aha. Ich war jetzt nicht direkt abgeholt. Ja, ja, ich merke schon. Vielleicht doch nicht so die beste Idee. Ja,
So, wir brauchen dann, willst du direkt mit, den Gang brauchen wir ja nicht unbedingt mit Cobblestone, ne? Da sind wir uns einig, dass wir den Gang vielleicht erstmal mit Holz machen können, weil... Der Gang, der Übergang oder was? Ja, oder wir nehmen Cobblestone. Welchen Gang meinst du jetzt? Ne, die Verbindung rüber zum... Erstmal Holzframes oder so, dass wir erstmal rüberlaufen können. Wir gucken erstmal, dass wir uns rüber zum Dach schaffen, würde ich sagen. Ich versuche gerade mal irgendwie Holz zu finden hier. Okay, ich repariere gerade mal die Spikes und dann würde ich hingehen und mir einen Schlafsack drüben hinsetzen, ja, dass wir das Haus blocken. Mhm. Boah, sag mal, wachsen die Bäume immer so wahnsinnig hoch hier? Ich habe hier eine, wie groß ist denn die Tanne? 900, achso, dann wird die auch nicht mehr größer, glaube ich. 900 nee. Dürfte so. Ein Kiefer, glaube ich. Da fällt mir noch ein, ich habe einen Starvation-Streamer gesehen, bei dem die Bloodmoon-Horde in seinem Nachbarhaus gespawnt ist und dann alles platt gemacht hat. Echt? Ja, aber der hat wahrscheinlich keinen zweiten Schlafsack gehabt, oder? Oh! Es ist, ja, was denn? Mir hat jemand was geschrieben. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Mir hat jemand geschrieben, wenn wir ein, vielleicht sagt ihr das was, wenn wir ein Farm-Storage bauen und da 500 Schneebälle reinpacken, dann hätte man wenigstens so etwas wie einen bisschen besseren Kühlschrank, als wir jetzt haben. Kannst du mit der Information was anfangen? Kann man Schneebälle herstellen? Anime, hi! Mann, 5 Euro, vielen Dank, dankeschön, das ist echt lieb, dankeschön. Wie der sich wieder von Geld ablenken lässt, der Astro. Ja, total. Und vor allem muss ich erwarten, ich lasse ja die Nachrichten dann, ich lasse ja immer vorlesen und das will ich nicht unterbrechen. Sorry. Ja, ich weiß, was damit gemeint ist, aber man kann, glaube ich, nicht den eigenen Kühlschrank updaten. Wir können es mal probieren. Ich habe hier eine Ranch. Nee, nicht den eigenen. Er sagte, man müsste ein Farm Storage bauen und ich glaube, da drin okay, die Schneebälle ich packen weiß, oder ja, so. Ja. Den kannst du updaten mit den Schneebällen. Dann, das, ich weiß, ja, das weiß ich. Das ist auch richtig, das werden wir auch tun, sobald wir einen NPC haben, der das machen könnte. Ach so, wir können das gar nicht selber machen. Das ist eher der Sinn sozusagen, dass ein NPC das macht. Wir können trotzdem so ein Storage-Ding aufbauen und gucken, ob es als Kühlschrank genutzt werden kann. Müsste theoretisch auch funktionieren. Also vielleicht ist ja besser, wenn Spawn jetzt nicht so viele Sachen. Vielleicht hat er auch ein bisschen mehr Platz als unser kleiner Kühlschrank da. Ja, müssen wir ausprobieren. Ich guck gerade, kann ich den denn bauen? Farm? Ratten? Farm? Ja, Ratten. Storage. Ach, wir brauchen nur Nägel und Holz. Ratten. Ja, ich bin gar nicht da. Ich besorg Holz. Ja, okay. Wenn Ratten sind, erinnert mich dran, dass ich eigentlich mal nach unserem Beet gucken müsste. So, wie mache ich ein... Da ist was reif. Wie mache ich eine Schneebälle? Ach so, direkt einfach im Schnee schippen. Ach so, also, okay, damit ist Schneeball gemeint. Buddeln. Okay, alles klar. Frage an die Runde, kann ich meine Basis irgendwie kopieren und in den nächsten Patch mitnehmen? Du kannst ganz normal patchen und dann ist alles gut. Oder ja, wenn die Alpha 17, wenn die Alpha 17 kommt, wird ja vieles inkompatibel und je nachdem. Also was du machen kannst, ist pauschal. Danke, Rainbow. Du könntest die Regionsdateien, die meistens sind es nur 2 Stück, in der dein Haus steht, die könntest du mit rübernehmen. Das Problem ist, dass wenn sie an dem Terrain-Generator etwas verändern, dann hast du außerhalb der Region, wo du bist, hast du dann eventuell eine sehr hohe, harte Kante. Ich mach mal Fremdwerbung kurz, ne? Ja, mach das. Weil ich könnte es jetzt so nicht im Detail erklären und ich weiß aber, dass Avonacho, schreibt sich AVO, Avonaco mit C, so. Avonacho auf YouTube hat da mal ein ausführliches Video drüber gemacht. Ich glaube, da ging es um die Alpha 16.3, die ja inkompatibel wurde. Das ist so halbwegs aktuell. Da einfach mal nachgucken. Der hat das erklärt und gezeigt, wie man das machen könnte. Und auch, ist auch auf die Nachteile eingegangen dabei. Besser kann man es, glaube ich, nicht formulieren dann als er. So. Also, es geht, aber es ist nicht ganz einfach. So. Man hilft ja gerne. Ey, wir haben wir haben kein Fleisch mehr. Die Schmiede macht ja gar nichts mehr. Nails. 20 Craft.
Marcel, jetzt sei brav und bedank dich. Ach, Desiato, vielen Dank. 5 Euro Spende. Nicht ablenken lassen steht drin. Ja, nicht ablenken. Nee. Also ich freue mich super über die 5 Euro. Hat mir echt gefallen. Bin das immer so Trinkgeld bekommen, ist wie so Knuddeln, wie so Liebhaben. Und so empfinde ich das auch. Und ich mag das. Ja. Ich finde das schön. Ich finde das nett. Das ist so eine Wertschätzung, sage ich mal. Nicht, dass mich andere, die nichts geben, nicht wertschätzen, aber das ist nochmal so ein extra Knuffen. Und ich mag das. Ich finde es auch schön. Und es ist für mich auch nicht irgendwie selbstverständlich, danke, Bigi Bosch, für das Horn, sondern ich registriere das und finde es auch sehr süß. Das ist also richtig cool. Jetzt fällt es mir ein. Ich wollte, jetzt wo ich die Küche sehe. Was ist denn das für ein Geräusch? Das sind Ratten. Und wenn du in die Nähe von denen kommst, fangen die an zu knurren, richtig zu knurren. Achso, ich habe bisher nur das Knurren gehört, aber dieses... Das sind Ratten, die sind gerade verendet. Das sind so weiß-rot gefleckte Ratten. Und wenn die dich beißen, bist du infected. Das ist das Problem an den Ratten, sonst wäre mir eh scheißegal. So, ich mache mal ein Farm-Storage fertig und dann packe ich da mal ein bisschen Schnee rein. Mhm. Ich habe die Hälfte mal rausgenommen, wir haben ja 1600. Bacon und Eggs sind fertig, wenn du willst. Guten Appetit. Ja, und ich glaube, es sieht gar nicht gerade... Oh, ja, so geht 53%. Grinder ist es, glaube ich. Meat Grinder, genau. Und dafür brauche ich... Oh, das ist. Ach, das ist ja gar nicht so groß, der Kasten hier. Was für ein Kasten? Wo der Farm Storage, der ist ja nur 2 Blocks groß. Mhm. Nee, ein Block nur. Das geht ja. Ach nee, der ragt optisch etwas rüber. Ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass es solche Items gibt. Ein Block ragt aber drüber. Den kann ich doch hier drinnen hinstellen dann, ne? Den muss ich ja nicht unbedingt rausstellen, oder? Was, Farm Storage? Ja. Den Kühlschrank. Oder soll ich den nebenan aufs Dach packen? Ist vielleicht ein bisschen weit, ne, wenn man den als Kühlschrankersatz nutzen will. Also wollen, wenn wir als Kühlschrankersatz haben wollen, da unten unter die Kiste links, oder? Ja, hier außen, ja genau. Ja, das genau. Dachte ich mir auch. Bischi Bosch, vielen Dank für das Abo. Dankeschön. Cool, danke. Freue ich mich. Super. Das freut mich. Search, und dann packe ich da jetzt 500 Schnee rein, ja? Musst du upgraden. Und zwar mit einer Wrench oder mit dem Hammer. Also die Schneebälle ins Inventory, Hammer und dann kannst du den upgraden. Guck mal, müsste gehen. Genau, jetzt ist er eiskovert. Jetzt ist er vereist. Und jetzt schützt das vor dem Verschimmeln. Das brauchst du normalerweise für deine Gärtnerin, damit deine Samen und Früchte, die sie erntet, nicht kaputt gehen. Kannst du natürlich auch als können wir als Ersatz nehmen. Ist groß hat man genug. Hat man gar nicht 500, hat man sogar nur 100 Schnee für gebraucht. Ah, okay. So. Mhm. Cool. Also das ist ja mal auf alle Fälle ein schönes... Also Bishi Bosch, danke für den Resub zu 2 Monaten schon. Bild. Cool, danke. Cool. Ja, geil. Freut mich. Ich probiere das mal aus. Der hält wahrscheinlich nicht schlechter als dieser Kühlschrank, ne? Oder? Ja, du kannst den ganzen Kühlschrank ausräumen und da reinwerfen. Alles klar. Da können wir den Kühlschrank zerlegen, haben wir wieder Platz. Ich habe einen Meat Grinder gemacht und den packe ich auch rein. Und jetzt hat unsere Küche auch einen Fleischwolf. Oh, das ist gut. Yo. Yo, Baby, yo. So, Hilfe. Was uns noch fehlt, ist das. Was denn? Der Big Oven. Kannst du einen Big Oven herstellen? Muss ich gleich mal gucken. Ich versuche gerade noch Platz zu kriegen für... Wir machen Kühlschrank leer. Ja. Yes, please. So. Ja, da ist ja deutlich mehr Platz, ne? Mhm. Das gefällt mir schon ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Wenn es jetzt auch noch funktioniert, ist ein super Tipp. Aber wie gesagt, wenn er schlechter als der normale Kühlschrank, wird er ja nicht sein. Es könnte die Billigvariante eines guten Kühlschranks werden. Das ist bestimmt nicht so gedacht worden, aber weil das ist eigentlich für den NPC gedacht, aber wenn man nutzen kann, kann man nutzen. Also
sag mal. Genau. So. Dann ein Big Oven. Genau. Ja, wenn ich mir die Teile schnappe, könnte ich einen herstellen. Brauchen wir das zwei oder soll ich den herstellen? Mach du ruhig. Shot Iron Pipe. Bloodcat, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen im Team. Willkommen in dieser Community. Und zwar hatte ich mir gedacht, da wo die zwei Blumentöpfe sind, dass du den da hinpackst. Ah, ebenfalls Crazy Player. Danke für den Follow. Ist ja verrückt. Der Crazy. Big Forge Iron 10, Shot Iron Pipe, Electrical Parts und Broken Glass. So, da kommt unter der Pin ab, glaube ich, mehr zur Geltung. Parts und Broken Glass. Big Oven Craft. Man kann das mal direkt wieder zurück hier. Unser Zombie Pin ab. Jetzt hat es mehr. Ja, da kommt mehr zur Geltung. Ein großer Ofen. Ach, der dauert noch ein bisschen. Was macht der denn so? Da können außer wir dann gutes Essen herstellen. Das ist das, was wir wollen. Ah, gutes Essen. Gutes Essen. Lecker Essen. 1857, wir brauchen mehr Holz. Wir haben echt akuten. Ich habe 1000, stelle ich gerade fest. Woodframe. Ich mach erstmal 300 Woodframes. Oh, Moment. Für irgendwas wollte ich doch Zement haben. Danke. Was war denn das? Vielen lieben Dank für den 5 Monate. So einfach wirst du uns nicht los. Frohe Fest dir und den anderen Valerianern und auf, dass wir uns noch ganz oft sehen können. Ebenfalls. Die Glasstation, die hatte ich aber schon Feiertage. Gemacht. Eine Glasstation? Genau. Die hatten wir schon gemacht. Und hier ist auch ein Zementmischer und da wird gerade Fertilizer drin. Wo ist denn die? Ach, das ist die Glasstation hier, ne? Ja, genau. Da können wir Beaker machen. Haben wir ja Beaker hergestellt. Genau. Ach, ich gehe mal nach Eichen gucken. Okay, hier ist schon wieder ein Kaninchen zu viel. Ja, weg damit. Ja, genau. Ich wollte jetzt auch mal die Fallen neu bestücken. Die Hühner tun aber auch echt nicht viel. Oh Gott, wir haben Wasser im Hühnerstall. Was? Sind wir, die beiden Hühner vermehren sich gar nicht, ne? Weil in meinem Hühnerstall sind noch gar keine Hühner, aber da ist jetzt Wasser drin. Ja, deswegen habe ich die Fallen neu bestückt, dass wir noch ein paar Hühner, dass wir schon mal 3 Hühner haben, dann geht das auch schneller. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob die Zisterne auf dem Dach, ob die Zisterne überhaupt so praktisch ist. Doch, das passt, alles gut. Hast du dann täglich Obst gegessen? Ich? Ja. Oder du? Nee, du. Ich nicht. Nee, noch nicht. Nee. Okay. Kommt noch. Wir haben bestimmt noch ein paar von diesen dämlichen. Achso, der ist jetzt weg. So, der Ofen ist da. Wie groß ist der denn so? Das ist gespoilt. Ach, okay, das ist direkt ein Herd. Wo könnte man den mal hinpacken? Da, wo die zwei Blumentöpfe sind, hatte ich gedacht. Ach, da, nimm die mal weg. Und ach, das meintest deswegen, du damit. Okay, deswegen hatte ich da, genau. Perfekt. Und da können wir jetzt diese 3 Teile auch drauf bauen. Ich glaube, ich höre Zombies oder so. Ich habe auch welche gehört. Ich meine ja. Die klingen irgendwie süß, ne? Die Kanins. Ja. So, was kann man da denn jetzt machen? Apfelkuchen. Ah. Ja, kannst mal gucken, was alles geht. Spoils fast. Okay. Der Apfelkuchen wird sehr schnell, der Apple Pie, ja, der wird sehr schnell. Bananenkuchen, Banane, also Pie wird immer sehr schnell schlecht anscheinend. Aha, okay. So, die schlachten wir mal. Gekochte Pasta. Wir haben nämlich ein paar Karnickel zu viel. Apfelkuchen, Kartoffelobjekt. Okay. Mehl, Bottle. Oh, nee, man schlachtet ja wieder. Ey, Mann, kündige das doch an, das klingt so schlimm. Hab ich doch. Hab ich nicht mitbekommen. Lag an mir. Oh, der schreit, ey. Meine Güte, das arme Tier. Schlimm, ne? Ja. Kannst du nicht schneller machen? Ich bin doch schon dabei. Soll ich es erschießen das nächste Mal? Es klingt echt nicht gut.
Ja, das ist schlimm. Also, wie kann man nur, ne? Also, das geht gar nicht. So. So, wir brauchen dafür noch, ein Kettle, eine Brotform und dieses andere Ding. Das geht aber, glaube ich, in der Forge, soweit ich es noch in Erinnerung habe. 6 Monate auch. Ich habe hier gehört, hier wird gesappt. Die Zeit vergeht ganz schön schnell. Machst du die Teile oder soll ich sie machen? Diese Brotform, Kettle und den ganzen Kram. Kannst, welche Formen? Wir brauchen eine Form dafür, ja? Ja, so wie bei der Küche auch oben diese Haushaltsgeräte. Das sind hier drin auch. Moment, die habe ich gar nicht gesehen. Gibt's auch 3 Haushaltsgeräte. Okay. Also, mach Kettle zum Beispiel. Kannst du mir nochmal ein Knochenmesser herstellen? Ah, nee, warte mal. Wir können ja inzwischen bessere Messer. Ach ja, richtig. Wir können Hunting Knife. Du kannst es, ne? Ja, genau. Ich habe es, glaube ich, nicht gelernt. Nee, du hast es auch gelernt. Okay, dann will ich davon mal 60 Stück haben. Und dann brauche ich jetzt. Ich nehme den Kühlschrank mal auseinander, ne? Ja, sehr gerne. Und Minidorn, vielen lieben Dank fürs Abo. 4 Monate. Sie überstürzen sich gerade mit Abos. Vielen lieben Dank. Echt cool. Ja, frohe Weihnachten. So. Ist ja noch der zweite, ne? Feiertag, ne? Oder so? Ja, noch in der, ja, bis noch eine halbe Stunde. Quasi. Dann ist rum. So. Okay. Ich habe hier 3 Painkiller, die brauche ich nicht alle. Ich packe einmal hier rein. Mhm. So, 276 Frames und dann brauchen wir Wood. Nee, wir brauchen Pole. Nee. Pillar brauchen wir, ne? Du willst es mit Säulen abstützen? Also mit Pillars oder willst du Wood Frames als Säule nehmen? Nee, wir können Wood Pillar, ne? Ruhig, ne? Oder? Als Säule? Pillars können reichen, die 50er. Weil ich finde die anderen, die Breiten, nicht so schön. Da bleiben sie nicht öfter dran hängen. Aber sind auch optisch nicht so toll. Aber eine Wood Pillar gibt es nicht in 50, stelle ich gerade fest. Doch, müsste, oder? Ich habe eben gerade gesehen, als ich Pillar eingegeben habe. Gib mal 50 ein. Wenn ich 50-Jährige passiert gar nichts interessanterweise. Wenn ich Pillar angebe, sehe ich Flagstone. Flagstone, gut, Cobblestone Walks, kann man ja mal herstellen. Wet Concrete Pillar 50. Doch, gibt's. Ja, Flagstone Pillar gibt's auch. Ja, nee, machen wir gleich Concrete. So, kann man machen. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte gucken, kann ich noch nicht, okay. Dann kann ich jetzt auch Messer herstellen. Unser Zementmixer war überhaupt noch nicht in Betrieb, ne? Nee. Doch, der macht zurzeit, weil er keine anderen Aufgaben hat, stellt der Dingens her. Fertilizer. Aber nebenan ist eine Chemiestation doch, ne? Der braucht doch weniger. Ja. Wollte doch weniger Material. Nebenan machen. Ist Chemie, genau. Wir könnten noch einen zweiten, wollte ich vorschlagen, wollen wir nicht einen zweiten Betonmischer machen? Da ich kann der eine in. Wir haben hier Cobblestone Wax 192. Ja. Sollen wir die dann nicht mal eben erst für die Pillars nutzen? Die brauchen wir sonst nicht mehr anderweitig momentan, ne? Oder? Die Cobblestone Rocks? Weiß ich nicht, zum Wandausbessern sind die immer mal gut, denke ich mal. Ja, aber das bedingt ja, dass du eine Cobblestone-Wand hast. Du willst doch hier unten ja, irgendwann auch. Ja, haben wir doch hier in den Häusern. Ja, du willst. Wir haben ja noch nicht komplett abgedatet. Na ja, okay. Ja. Deswegen. Okay, gut, dann. Ach, Bloodcat, die Hasen, die haben sich gefreut aufs Schlachten. Die waren so glücklich darüber. Nein, wir müssen ja irgendwann auch mal leben und so weiter. Wie die Zeit vergeht. Moment, warum kann ich denn Concrete? Mechanische Pants. Ich habe doch Concrete gelernt, oder sehe ich das falsch? Du bist der es gelernt hat, genau. Also das Buch ist bei mir weiß. Ja, genau, dann kannst du. Es ist nicht grau. Ja, warum kann ich nicht herstellen? Black, wo ist mein. Danke für den Follow. Ich brauche Sand. Meine Güte. Dankeschön. Sand. Willkommen im Team. Willkommen in der Community. Und es ist schon wieder Zeit und wir müssen die Aufnahme leider beenden. Ja, das stimmt. Haben wir Sand? 17 Sand? Wir haben nicht mehr Sand? Weiß ich nicht. Okay, gut, dann beenden wir die jetzt mal. Black Sand, danke fürs Abo. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Damit sag ich tschüss. Tschüss.